Leute. Langsam kommen echt alle so richtig in Weihnachtsstimmung und ich bin da keine Ausnahme. Ich dachte mir, dass ich jetzt eine kleine Weihnachts-Silvester-Fashion-Serie starte, weil ich gerade erst letztens einkaufen war für weihnachtliche Klamotten, weil ich einfach überhaupt keine mehr hatte. Das heißt, die Sachen, die ich euch zeigen werde, die könnt ihr höchstwahrscheinlich auch noch bekommen. Und starten werde ich mit einem weihnachtlichen Outfit, was man zu Weihnachtspartys anziehen kann, wo man vielleicht sogar danach noch weggeht. Ja, also bis gleich. So, da bin ich. Also, ich habe ein Kleid an, was relativ kurz ist, aber das macht nichts, weil, wie gesagt, damit kann man eigentlich ziemlich gut weggehen. Und zwar hat es von oben bis unten Rüschen. Und noch dazu Glitzer überall. Das ist das, was ich so schön weihnachtlich fand, dass man das dann im Licht sozusagen glitzern sehen kann. Und natürlich auch die Rüschen, die von oben bis unten dann durchgehen. Ich finde es total schön. Es hat sofort meine Aufmerksamkeit bekommen, als ich es im Laden gesehen habe. Darüber werde ich jetzt eine schwarze Strickjacke ziehen. Das ist zwar dann auch wieder schwarz, aber die hat auch ein paar Details. Ist das hier vorne? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist so ein Blumenmuster. Ich finde das richtig schön, das macht das Ganze nochmal ein bisschen festlicher und ja, peppt es auf. So sieht es dann angezogen aus. Hierzu ziehe ich jetzt ein kleines Täschchen an, was das Ganze auch wieder ein bisschen erstrahlen lässt, dass es nicht ganz so dunkel ist. Und zwar ist das hier so eins, was hier auch Details hat, Steinchen. Finde ich auch voll schön. Und und da passt auch gerade so das rein, was man braucht, also das Nötigste. Das habe ich von Accessorize. Aber ich schreibe euch unten sowieso nochmal rein, woher ich die ganzen Sachen habe. Okay, zu meinen Schuhen. Ich zeige euch die einfach mal. Das sind diese hier. Ich habe die, glaube ich, sogar schon mal gezeigt. Das sind einfach solche schwarzen, schlichten, hochhackigen, mehr eher so eleganten Schuhe. Aber solltet ihr solche Schuhe anziehen, dann nehmt euch auf jeden Fall ein extra Paar Schuhe mit. Sonst werden eure Füße sterben. Ja, okay. Dann kommen wir doch gleich mal zu meinem Schmuck. Um das auch wieder ein bisschen aufzupeppen, habe ich diese Ohrringe hier gefunden. Das sind so kleine Uhren unten und dann oben goldene Schleifen oben drüber. Ich fand das so niedlich, ich musste die unbedingt kaufen. Und das Schleifen, das Goldene, das finde ich, das macht das auch irgendwie, ich weiß nicht, weihnachtlich. Ich musste da an Weihnachten denken. Ich habe mich jetzt entschieden, dann rote Lippen und dezente Augen, fand ich einfach, hat irgendwie gepasst. Wenn ihr jetzt rausgeht, dann möchte ich noch zwei Tipps euch mitgeben. Und zwar einmal, nehmt euch am besten Stulpen mit, die fast bis, also euer ganzes Bein bedecken, weil es einfach vor allem im Moment super, super kalt ist und es soll ja auch irgendwie der kälteste Winter in, was weiß ich, wie vielen Jahren jetzt werden, wieder in Deutschland. Und das zweite ist, packt euch warm ein, Schal, irgendwas für die Ohren, also weil ihr seid sowieso schon so leicht angezogen, wenn ihr dann nicht alles andere irgendwie total gut einpackt, dann habt ihr echt, kriegt ihr eine Lungenentzündung oder so, aber weil ich habe den Fehler schon mal gemacht und ich bin echt fast gestorben. Gleich mal was zeigen. So einen tollen Ohrenschützer. So ganz fluffig und warm. Die habe ich auch von Accessorize. Ja, eins habe ich noch vergessen, meine Strumpfhose. Und zwar habe ich da so eine, eher so durchsichtige schwarze Strumpfhose genommen. Wenn man da eine nimmt, die zu deckend ist, dann sieht es nicht mehr so schön aus, weil vor allem der Rest ja auch eh schon so schwarz ist. Also, hier nochmal das ganze Outfit. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen ersten Advent und bald ist ja schon der zweite. So schnell geht es. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.